Löse die quadratische Gleichung 3x² minus 5x minus 2 ist gleich 3x plus 2. Wir lösen diese Gleichung mit Hilfe der Lösungsformel, auch als Mitternachtsformel bekannt. Und alle dafür benötigten Formeln finden wir in der Formelsammlung auf Seite 10. Um die Lösungsformel ansetzen zu können, ist es wichtig, dass die quadratische Gleichung in der allgemeinen Form dasteht. Nochmal zur Erinnerung, die allgemeine Form ist ax² plus bx plus c ist gleich 0. Wichtig eben, dass es auf einer Seite ist gleich 0 heißt. Schauen wir uns die gegebene Gleichung an und wir stellen sehr schnell fest, es fehlt noch das ist gleich 0. Das heißt, wir müssen die Zahlen und Variablen eben auf eine Seite rüber schaffen, sodass es auf der anderen Seite gleich 0 heißt. Und das kriegen wir, indem wir zum Beispiel diese Gleichung durch Äquivalenzumformung auf die allgemeine Form bringen. Also die minus 3x rüber schaffen, das ist dann 3x² minus 8x minus 2 ist gleich 2. Dann schaffen wir noch die plus 2 mit minus 2 auf die linke Seite rüber. Also 3x² minus 8x minus 4 ist gleich 0. Jetzt haben wir die gewünschte Form mit ist gleich 0. Ich schreibe sie nochmal drunter. So, und jetzt ist es wichtig, den Parametern a, b und c die entsprechenden Zahlen zuzuordnen. A entspricht zum Beispiel dem Zahlfaktor Form x². Das b entspricht dem Zahlfaktor vor dem x. Aufpassen, wenn ein Minus dabei ist, dann kommt es natürlich mit. Und c entspricht der Zahl ohne Variable. Auch hier gilt wieder das Minus mitnehmen. So, nächster Schritt ist es, die Diskriminante zu berechnen. Schauen wir in der Formelsammlung nach, dann hat die Diskriminante die Formel d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. So, setzen wir ein. B², also b war minus 8. Das heißt, ich muss auch die Klammern schreiben bei negativen Zahlen zum Quadrat. Minus 4 mal a ist 3 mal c und das ist hier minus 4. So, rechnen wir aus. Minus 8 zum Quadrat sind 64 minus minus mal minus sind plus. 4 mal 3 sind 12, mal 4 sind 48. Und 64 plus 48 sind 112. Aus der Diskriminante können wir jetzt herauslesen, wenn die Diskriminante größer ist als 0, also wie in diesem Fall, gibt es zwei Lösungen. Wenn sie gleich 0 ist, gibt es eine Lösung. Und wenn sie kleiner 0 ist, das heißt negativ, hat diese quadratische Gleichung keine Lösung. Also hier erwarten wir zwei Lösungen. So, setzen wir die Lösungsformel an. Die haben wir wieder in unserer Formelsammlung stehen, nämlich x1 und x2 lässt sich jetzt berechnen aus minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Für x1 rechnen wir also den Weg minus b plus der Wurzel aus Diskriminante geteilt durch 2a und für x2 berechnen wir minus b minus Wurzel aus Diskriminante geteilt durch 2a. Fangen wir mit x1 an. Ist gleich so minus b war minus 8 plus der Wurzel aus, die Diskriminante ist 112 und das geteilt durch 2 mal
A und A war 3. So, das tippen wir jetzt ganz normal in unseren Taschenrechner ein. Also wir haben einen Bruch, minus, Klammer auf, minus 8, Klammer zu, plus der Wurzel aus 112 und das geteilt durch 2 mal 3. Klicken auf Enter und runden jetzt unser Ergebnis sinnvoll auf zwei Stellen. 3,097, aha, wir haben eine 7, das heißt, es wird aufgerundet und wir erhalten dann als Werte 3,10. So, für x2 machen wir das genau gleich, nur halt mit dem zweiten Weg mit minus der Wurzel. Also wieder minus, minus 8, minus die Wurzel aus der Diskriminante, geteilt durch 2 mal 3. So, tippen wir auch nochmal in den Taschenrechner ein. Ich hole mir jetzt die Formel gleich her und bessere hier dieses Plus aus. Gehen auf Enter und erhalten dann die zweite Lösung, also minus 0,43. Und damit ist die quadratische Gleichung gelöst.